Herzlich willkommen. Ich bin Volker Kull, bin CTO der Bell Computer Netzwerke. Wir sind ein mittelständisches Systemhaus, verteilt über ganz Deutschland. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Vision, die wir vor Jahren schon entwickelt haben, die aber jetzt gerade aktuell brandaktuell ist, das Zusammenwachsen der Netzwerkinfrastruktur mit der Security-Infrastruktur. Also da geht es hauptsächlich um ein Framework. Ich möchte Sie auch technologisch nicht so überbeanspruchen in den 15 Minuten. Es geht um ein Framework, mit dem Sie Security-Inzidenz über eine Active Response relativ schnell in Ihrer Infrastruktur durchsetzen können. Das heißt Client-Isolierung, Geräte-Isolierung, Aktivierung von Policies und ACLs. Ich habe 23 Folien, ich möchte nicht alle zeigen, aber es ist einfach zur Dokumentation, wenn Sie das vielleicht im Nachgang mal angucken wollen. Letztendlich sind die verschiedenen Sichtweisen einmal des Endbenutzers und einmal der IT-Abteilung, dieses relevante Thema, das wir immer haben, sind komplett unterschiedliche Anforderungen, komplett unterschiedliche Sichtweisen. Was wir tun wollen, ist einfach uns auf die Bedrohungen, die aktuell vor der Tür stehen, da wollen wir uns rüsten dafür. Und zwar mit Werkzeug, das in vielen Umgebungen, ich habe ja einige Bestandskunden gesehen, mit Werkzeugen, die in vielen, vielen Infrastrukturen schon vorhanden sind und wo es einfach nur darum geht, die sinnvoll einzusetzen. Was wir tun wollen, ist ein Security-Framework aufbauen, das insofern auf Ihre Inzidenz reagiert, die mit Ihren bestehenden Security-Infrastruktursystemen wie ein IDS, wie ein NBAT-System erkannt werden, aber Sie keine Möglichkeit haben, diese automatisiert durchzusetzen. Das heißt, wenn Sie heute einen Incident haben über ein Command-and-Control-Angriff, dann werden Sie in Ihrem IDS-System feststellen, dass irgendwelchen Code nachgeladen wird, aber Sie haben derzeit keine Möglichkeit, aktiv zu reagieren. Sie können dem vielleicht den Internetzugang sperren, wenn Ihre Firewall das erkennt, aber Sie haben im internen Netz keine Möglichkeit zu sagen, nee, ich schütze diesen infizierten Client zum Beispiel von meinen existierenden, noch funktionsfähigen Geräten. Was wir tun, ist einfach erkennen, dass mit Vorbeugen, einer reinen Perimeter-Firewall, einem Standard-Antivirus-System, also einem Pattern-basierten System, Sie heute allein das Sicherheitsniveau nicht mehr halten können, das gefordert ist, um einen einwandfreien IT-Betrieb zu gewährleisten. Was wir tun, ist einfach, wir geben zu diesem Thema Vorbeugen, die ganzen Legacy-Technologien geben einfach noch eine erweiterte Schicht dazu. Das heißt, intelligentes Erkennen. Erkennen von durch künstliche Intelligenz oder durch Algorithmen, die ständig sich den Gefahrensituationen anpassen. Dazu gehört zum Beispiel SIEM, Sandboxing oder Network Behavior Anomaly Detection. Das sind einfach Systeme, die nicht patternbasiert arbeiten und die relativ genau erkennen können, wenn malicious Code oder wenn irgendeine Anomalie in ihrem Netzwerk stattfindet. Aber was noch fehlt, ist einfach dieser Baustein Active Response. Das heißt, Sie können sich auch von der Firewall oder vom SIEM-System ein Ticket generieren lassen, eine E-Mail an den Administrator, aber da verlieren Sie ganz viel Zeit, die Sie gut gebrauchen können, um einen größeren Schaden zu vermeiden. Was wir hier tun, ist einfach zu erkennen in der Netzwerkinfrastruktur, wer kommt, mit welchem Endgerät, welchem Zustand, welchem Standard und welchem Medium. Das heißt, wir haben eine komplette aktuelle Online-Visualisierung der IT-Infrastruktur. Und die nutzen wir jetzt einfach dazu, um mögliche Security-Events auch durchzusetzen oder die als Trigger zu nehmen und die Isolierung durchzusetzen. Wie tun wir das? Bisher ist die Integration von einem Netzwerkzugangskontrolle so, dass ich mich am Übergang, entweder am Switch oder am Access Point, authentisiere. Das geht zum Beispiel über einen WLAN-Controller, über ein NAC-Gateway. Ich kann vielleicht auch noch den Compliance-Status vom Endgerät mit einbeziehen und dann bekommt der User die Berechtigung, ins Internet zu kommunizieren oder auch intern. Ist bei vielen heute vorhanden. NAC-Systeme, denke ich, ist heute nicht mehr wegzudenken von der IT-Infrastruktur. Das bildet wiederum unsere Basis, mit der wir arbeiten, um Security-Events auch mitzuerkennen und eine Isolierung durchzuführen. Was wir natürlich auch brauchen, ist eine Strukturierung, einfach eine Segmentierung, ein Zonenkonzept. Was wir brauchen, sind andere Methoden der Erkennung von Anomalitäten, also über die patternbasierten Erkennungsmethoden hinaus. Und
Wir brauchen zum Beispiel intelligente Systeme, die den Netzwerkverkehr online mittracen, also Ende-zu-Ende-Verkehr online mitlesen, um Informationen zu generieren. Nutzt der User heute anderen Webverkehr wie die letzten 4 Wochen? Also einfach Anomalien aus Sicht des Users und des Netzwerkes relativ schnell zu erkennen. Auf diese Systeme, die Sie vielleicht heute schon im Einsatz haben oder zukünftig im Einsatz nehmen werden, da setzen wir auf und sagen, erkennen, schützen ist das eine Thema. Aber wo wir hinaus wollen ist, wir brauchen ein Framework, mit dem ich auch relativ schnell ein Active Response machen kann, also abwehren. Das heißt, auf Events, die Ihre Security-Systeme uns anzeigen, ohne Administrator-Eingriff zeitnah zu reagieren, um weiteren Schaden von der ganzen Infrastruktur fernzuhalten. Wie wir das tun ist, wir versuchen einfach den Zoo oder die Insellandschaft an verschiedenen Systemen, die Sie am Start haben, einfach zu bändigen, zu nehmen, nicht zu ändern, einfach zu nehmen und über Standardschnittstellen, Standardprotokolle in einen zentralen Information Pool, in eine zentrale Datenbank zu übernehmen. Das heißt es nicht, dass wir Ihre Switche austauschen, Ihre Firewall austauschen, Ihre komplette Infrastruktur austauschen, sondern wir nehmen mit Standard-Interfaces die Informationen an und speichern die in einer zentralen Datenbank. Habe ich natürlich eine Wahnsinnsmöglichkeit zu korrelieren über diese ganzen Funktionalitäten und nicht jedes Segment einzeln betrachten zu müssen. Hier kann ich komplett über die ganze Bandbreite der IT-Infrastruktur korrelieren und auch visualisieren, dass Sie das auch im Fehlerfall sehr schnell anzeigen können. Wir haben APIs, mit denen wir externe Systeme mit integrieren können, gerade Abfrage Compliance-Status. Das kann ein Endpoint-Control-System wesentlich besser oder eine Softwareverteilung. Die wissen wesentlich besser, welche Patches installiert sind, wie ein Netzwerk-Infrastruktursystem. Was wir tun wollen, ist einfach so viel Informationen wie möglich zu sammeln und mit denen zu arbeiten. Das ist Resultat davon, das heißt, wir haben wie ein Fingerprint von jedem Endgerät, von jedem Enduser. Wir haben ganz, ganz viele Informationen, die wir aus verschiedensten Quellen, ich habe die mal rot gekennzeichnet, übernehmen, speichern und auch auf die referenzieren können. Das heißt, wir haben von jedem Endbenutzer eine Art Fingerprint, mit dem wir arbeiten. Das heißt, der mögliche Event, das uns Ihr SIEM oder Ihr IDS zum Beispiel zur Verfügung stellt, der basiert ja normalerweise nur auf einer IP-Adresse, weil bei der Firewall kommt keine User-MAC-Adresse vorbei, da kommt nicht vorbei, in welchem Port der im Prinzip angeschlossen ist, sondern das intelligente, übergelagerte Security-System sieht nur eine IP-Adresse. Und wir können hier im Prinzip diese IP-Adresse matchen mit der genauen Lokalisierung. Sie werden oben sehen, ich kann genau den Access-Point definieren, mit welcher BSS-ID er verbunden ist, welche Policy er hat. So habe ich auch die Möglichkeit, diese Informationen zusammenzuführen, zu sagen, Security-Event mit Informationen aus der Infrastruktur kann ich regelkonform dann auch Actions definieren. Das sieht dann mal aktiv dargestellt so aus, dass ich ganz normal meinen Mitarbeiter mit seinem Mitarbeitergerät, also mit meinem Unternehmensgerät, in die Infrastruktur übernehme. Der bekommt eine Policy auf dem Access Point, auf dem Switchport, wo auch immer, sodass er hier in der Infrastruktur arbeiten kann. Ich habe vielleicht noch Zusatzsysteme wie ein IDS oder ein SIEM-System, das mir erweiterte Sichtweise auf die Security ermöglicht. Sie haben jetzt zum Beispiel einen Client, der holt sich über einen Download-Link oder über einen Phishing-E-Mail irgendeine Malware. Also noch nichts, was aggressiv ist oder was Ihnen Daten zerstört, sondern einfach ein Command-and-Control-Basispaket, das jetzt einfach mal Code nachladen will. Das heißt, es telefoniert nach Hause, holt sich einen Code runter, um aktiv zu werden. Das funktioniert ganz normal, der geht über die Internetverbindung ins Internet und kommt zum Beispiel am IDS-System vorbei. Das IDS-System kann darauf detektieren oder ein NBAT-System kann darauf detektieren, kann sagen, Achtung, die IP-Adresse von dem Mitarbeiter XY oder von dem Endgerät hat eine Anomalie dargestellt. Ich muss jetzt darauf reagieren, das heißt, ich muss das Gerät in Quarantäne nehmen zum Beispiel, wenn das meine Policy dafür wäre. Das heißt, das SIEM meldet an das NAC-System zurück und sagt, Achtung, ich habe 100% ein Offense detektiert, reagier mal bitte dazu und nimm das Gerät zum Beispiel aus Quarantäne oder block es komplett von der Netzwerkinfrastruktur. Und was wir dann tun, ist einfach die Policy ändern und sagen, ich isoliere das Endgerät anhand von einer ACL, anhand von einer VLAN-Zuweisung in eine andere Zone oder anhand vom Portsperren. Das ist die
das, was Sie letztendlich definieren müssen, was das Resultat ist. Und so agiert es jetzt komplett automatisiert, sodass wir aus diesem Information Pool ganz, ganz viele Informationen bereitstellen können, die wir korrelieren mit den unterschiedlichsten Security-Events, die Ihre Infrastruktur generiert. Das heißt, das Framework ist nicht dazu da, um Ihnen jetzt aus unserer Sicht noch mehr Security-Devices zu verkaufen, sondern dient einfach dazu da, Ihre existierende Infrastruktur zu managen, zu visualisieren und Ihre existierenden Security-Systeme intelligent und automatisiert mit einzubinden. Die Vorteile, die wir noch on top da drauf haben, sind einfach gerade die Sicherheit, die Infrastruktur abzusichern gegen Feinde, die ich einfach nicht kenne, gegen undefinierte Geräte oder User. Ich habe im Betrieb eine Real-Time-Sicht auf den Zustand mit allem, was dazugehört, mit Analytics, mit Lokation, auch Wireless-Lokation in Form von Triangulierung. Ich habe eine Basis für eine Automatisierung, das heißt, wir können nicht nur auf Security-Events triggern, sondern auf irgendwelche unterschiedlichen Events, die wir dann in unser Regelwerk einpflegen und eine Aktion starten daraus. Das können vielfältige Sachen sein, wir haben sehr viel Erfahrung in Integration der verschiedensten Systeme. Wir können das auch gerne live mal zeigen bei uns am Stand. Und das ist so diesen Fokus, den wir haben. Und das Fazit aus dem ganzen Thema ist, dieses Puzzleteil, das die Brücke schlägt zwischen Infrastruktur, Management und Monitoring und Security, Management und Monitoring, ist einfach eine schnelle, automatisierte Response zu haben, um für diese Events nicht einen Administratoreingriff notwendig zu machen, der unter Umständen Stunden, Tage später kommt, als die Anomalie auftritt. Und so haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu agieren. Ein großer Vorteil noch zusätzlich ist, dass es absolut herstellerneutral ist. Das heißt, wir arbeiten durchweg mit Standardprotokollen, Syslog, NetFlow, Traps, Ermon, LDAP, was auch immer, sodass ich auch eine Vielzahl von Systemen hier integrieren kann. Wenn Sie es live sehen wollen, wir sind in Halle 10, Stand 429. Wir haben diverse Szenarien vorbereitet, auch eine Integration ins SIEM-System, also Informationen aus dem SIEM-System, die wir auswerten können, verschiedenste Action, die wir generieren können. Das würden wir Ihnen gern live zeigen und auch Ihre Erfahrungen oder auch Ihre Anforderungen, Ihre Sichtweisen aufzunehmen. Das ist für uns immer der Trigger, um neue Ideen, neue Lösungen auch aufzuzeigen, auch zu generieren. Ich bin am Ende. Es sind wesentlich mehr Folien im Vortrag. Laden Sie sich runter, da ist noch ein bisschen mehr Background dahinter. Wird ja bei der ITSA dargestellt. Und sage ich mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kuhl, für die Ausführung. Sie sind noch nicht am Ende. Sie sind noch 3 Tage da, oder? Also, vielen Dank. Halle 10 Stand haben Sie gerade gesehen. Ja. Informieren Sie sich. Wir müssen Sie rüberschicken zum Verkabeln. Okay. Also, vielen Dank.